Der Briefumschlag, Teil 2 von 3. Zuvor. Thilo hat eine Frau in einem Café getroffen, die von zwei Männern in schwarzen Anzügen verfolgt wurde. Als Thilo in dieser Nacht in sein Hotelzimmer gegangen ist, sah er, dass es durchsucht wurde und jemand noch immer im Raum war. Thilo legt langsam das Telefon auf. Die Männer aus dem Café, einer klein und einer groß, sind in seinem Zimmer. Der große Mann stößt Thilo auf das Bett. Der kleine Mann fängt damit an, durch die Papiere in Thilos Aktenkoffer zu schauen. Es ist nicht hier. Wo ist es? Thilos Mund ist so trocken, dass er kaum sprechen kann. Ich weiß nicht, was Sie wollen. Gib es mir! Jetzt! Thilo hat so große Angst, dass er denkt, dass er das Bewusstsein verliert. Ich weiß nicht, was Sie wollen. Es ist nicht hier, sagt der kleine Mann, als er das Zimmer verlässt. Der große Mann folgt seinem Kollegen aus der Tür und sagt zu Thilo: Ich werde dich im Auge behalten.
Sie schließen die Tür und Thilo fällt zurück auf das Bett. Er will etwas schlafen, also schließt er seine Augen und versucht sich zu beruhigen. Er bemerkt, dass er zu angespannt ist, um zu schlafen, also schaut er sich ein Fußballspiel auf dem Fernseher an. Er schafft es später, endlich einzuschlafen, als ihn plötzlich ein Geräusch aufweckt. Die Frau aus dem Café ist in seinem Zimmer. Thilo springt aus dem Bett. Ich kann das erklären. Ich habe einen Briefumschlag. Darin befinden sich Geheimnisse, die die nationale Sicherheit betreffen. Es gibt zwei Männer, die versuchen, sie von mir zu bekommen. Sie sind die Bösen. Heute Morgen habe ich den Briefumschlag in Ihren Aktenkoffer gelegt, als Sie nicht hingeschaut haben. Was? Es tut mir leid, aber ich musste es tun. Wo ist der Briefumschlag? Ich weiß nicht. Ich habe viele Ordner in meinem Büro gelassen. Er liegt vielleicht dazwischen. Bringen Sie mich dorthin. Thilo schaut sie an und versucht sich zu entscheiden.